Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Gelo Revoice. Hi, ich bin Martin Fischer und heute zeige ich euch, wie man einen geschmackvollen Weihnachtschor erstellt. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt sowas wie Stille Nacht oder sowas oder irgendwie so ein klassisches christliches Weihnachtslied zu nehmen, sondern ich habe Jingle Bell Rock, habe ich mir mal rausgepickt, weil ich das irgendwie so schön beschwingt finde. Ja. Ich finde nämlich diese 50er-Jahre-Akkordstrukturen ziemlich interessant und da sind meistens so 6er- oder Major-7er-Akkorde drin. Und das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass der Bebop gerade in der Jazzwelt so mega populär wurde und sich das auch über die gesamte Popmusik der damaligen Zeit so ausgebreitet hat. Und diese Akkorde waren überall. Zum Beispiel in dem ganz berühmten Mr. Sandman von den Chordettes. Gleich am Anfang hört man das. Und ich zeige euch nämlich sogar gleich, wie man diese Akkorde spielt, beziehungsweise wie man die da so rauskristallisiert, damit man vielleicht sein eigenes cooles 50s-Style-Weihnachtslied schreiben kann. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Jingle Bell Rock und wir hangeln uns da erstmal so Schritt für Schritt durch. So von Bass, Tenor, Alt, Sopran, habe ich alles selber eingesungen. Erstmal vorweg, alle Gruppen sind Dreiergruppen, weil zum Beispiel beim Bass wird das, je tiefer man singt, umso leiser klingt es, deswegen muss man sich mehr Leute dazu holen, damit es wieder lauter klingt. Und hier kommt der Bass. Hier haben wir Grundtöne bzw. gebrochene Dreiklänge. Also statt dumm, do-dumm, do-dumm, ist es dann dumm, 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 das ist D, Fis, A, also ein gebrochener D-Dur-Dreiklang in der Grundstellung. Punkt. Und so schubbern die sich da durch den ganzen Song. Und jetzt geht's weiter mit den Tenösen. Auch sie sind zu dritt. Da habe ich mich orientiert ein bisschen an diesem Sound von Dean Martin, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr., also die drei vom Rat Pack. Wie sie da schön so zusammen so leicht schon eine angesäuselt, dann irgendwie ins Mikrofon. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. So ein bisschen. Fand ich ganz cool als Sound. Die kennen wir eh schon alle. Die ist ein bisschen unwichtiger. Da kann man jetzt bequem drauf kacken. Ha? Wir machen weiter mit dem viel interessanteren Part, nämlich mit dem Alt. Die drei Alten von der Tankstelle haben die schön aufgefächerten Voicings abbekommen, nämlich, und die zeige ich euch am Klavier. Zurück zum Bebop. Was macht den Bebop zum Bebop? Das sind zum Beispiel Töne in einer Skala, sagen wir mal in D hier, die aus dem Blues kommen, die eigentlich gar nicht in so eine Dur-Tonleiter reinkommen, weil wir sind ja in D-Dur hier bei Jingle Bell Rock. D, E, Fis, G, A, H, Cis, D, E, Fis, G, A, H, Cis. Und wenn wir jetzt den Bebop mit reinbringen, daraus lassen sich so schöne Voicings rausmodellieren wie und so weiter. Das ist die ganze Formel für die 50er Jahre Popmusik. Und hier in Jingle Bell Rock haben wir nicht einfach nur D, sondern D6. Und das hier, das macht diesen Spice aus, den man dann so... Die Alt-Sektion klingt wie Moll eigentlich, es klingt wie H-Moll. Fis-Moll, H-Moll. Es ist aber so eine schöne... Hier zwischen passiert so ein Wechsel. Das ist so eine große Sekunde, die wir hier haben. Und dann geht's weiter mit Jingle Bells, Swing and irgendwas. Hier haben wir jedenfalls von D6. Geht über A vermindert. Klingt hochprofessionell, stimmt aber überhaupt nicht. Es ist nämlich H7B9 mit Dis im Bass. Warum B9? Weil das Cis aus der D-Dur-Skala um einen Halbton erniedrigt wird. Darum. A vermindert. Und A mal 7, A7-9, kein Moll. Hier ist die 7, da ist die 9. Und dann geht's hoch zum G6. Hier ist auch die 6 in diesem G. Ich sag ja, das kommt überall drin vor. Jeder Akkord hat irgendwie so einen Zusatzton. Da fällt einem so warm ums Herz, als hätte man einen gigantischen Nerzkragen einmal so drum gespult. Trag keine Nerze. Und jetzt kommt für den Sopran ein kleines Bonbon, denn sie dürfen die Gitarre singen, die da Bobby Helms spielt. Diesen Blägelding, Blägelding. Und diese ganzen diese Einwürfe, die die Gitarre da macht, die werden von den Sopranisten übernommen. Arsch hoch. Do, 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 do.
Dann ist schon alles ganz schön, aber jetzt fehlt mir doch ein bisschen die Percussion. Also irgendwas, was klatscht und rasselt. Was klatscht und rasselt? Denn damit so ein bisschen mehr so dieser Groove entsteht, klatschen alle auf 2 und 4. Das waren jetzt 2 und 4. Weil ich jetzt hier kein Rentier habe, an dem ich schütteln kann, damit es macht, nehme ich einfach den Schellenring. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle. Jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Vielen Dank für... Oh, das ist aber ganz schön laut. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, es kommt noch ein Video, aber ich wollte es jetzt schon mal gesagt haben. Vielen Dank an Gillory Voice. Schwer zu empfehlen für Menschen, die ihre Stimme regelmäßig und professionell benutzen. Aber auch so kann man das gut einsetzen, wenn man gerade mal... Ihr wisst schon. Vergesst nicht zu abonnieren, das Glöckchen zu dingelingen. Liked das Video und kommentiert. All das sind Dinge, die ich mir zu Weihnachten wünsche von euch. Und das ist wirklich nicht viel. Ciao.